Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in Toki, nee, Quatsch, so heißt die Stadt nicht. Konton City, glaube ich. Ja, ich werde das jetzt jedes Mal sagen, habe ich das Gefühl. Und haben uns ja einen Meister gesucht und einen Zeitpatrouillen-Typen erledigt. Also, wir haben uns mehr oder weniger ein bisschen umgeschaut und geguckt, was hier so abgeht und was wir machen können und so. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal in der Hauptstory hoffentlich weiter. Beim Kaioshin der Zeit. Ich nehme mal an, jetzt kommt der Angriff der Saiyajins. Also Nappa. Und ja, ich hoffe, das wird nicht allzu schwer, so wie im ersten Teil. Willkommen zurück. Schön zu sehen. Schön, dich zu sehen. Und wie war es in der Akademie und mit den Parallelquests? Du kannst sie nutzen, um stärker zu werden. Ich freue mich schon, dir zuzusehen, wie du dich einen mächtigen Krieger entwickelst. Läden. Ja, die Läden habe ich schon geguckt. Super Seele und Ki-Explosionstyp, mein Super. Ja, Medaillen habe ich auch ein paar bekommen durch meinen Spielstand. Jedenfalls dann eine Ki-Explosionstyp. Ki-Explosionstyp bezieht sich auf einen Aufklang. Okay. Stark, schnell, kann ich zurückgeworfen werden. Sprint lässt nur wenig Lücken frei. Bombe, okay. Was denn jetzt? Wow. Ach ja, ich habe ihn in Optionen mal gefunden übrigens. Buff. Geil, ne? Ich jetzt den Tau bei bei. What the? Mein Gott, ist das halt schnell. Aber unwendig. Eine gute Bremse. Ja, das heißt, das Ding habe ich schon mal freigeschaltet durch Vorbesteller Bonus und so. Das heißt, Black Goku ist jetzt wahrscheinlich auch schon freigeschaltet. Mein Gott, ist das Ding unwendig. Aber schnell. Das ist doch das, was zählt. Oh, Piccolo. Da bist du, ey. Du möchtest kämpfen, ne? Das ist ziemlich berühmt, weißt du? Vergiss, was ich gesagt habe. Hier, du kannst das haben. Quält dich gut darum. Sonst greife ich mit dich. Halt. Okay. Wo ist die Story? Da oben? Ich muss hier hin, ne? Im ersten Teil, ne? Okay. Ja, haha. Hab's gefunden. Ich kann was. Und das ist doch der Ort, den ich wieder kenne. So, wo finde ich die Story? Hier ist die Story, oder? Verdammt, die Geschichtseinträge nehmen kein Ende. Oh, hallo, würdest du jetzt keinen besseren Zeitpunkt kommen können? Die Geschichte wurde mehrfach in verschiedenen Zeitaltern verändert. Wir brauchen deine Hilfe, lass uns nicht hängen. Da wäre der Moment, in dem du die Saiyajin die Erde angegriffen oder die Zeit, in der die Erdlinge zum Planeten Namek aufgebrochen sind. Bei welcher Geschichte entscheidest du dich? Was? Wir nehmen natürlich die normale Reihenfolge, hallo? Geschichte der Erde. Verstehe, dann begebe ich zum Zeitkammer. Ich nehme an, die sind dann beide gleich schwer. Oder was? Da sehe ich irgendwie nicht so einen Sinn darin. Wenn ich erst Namek mache, nehme ich mal an, das ist schwieriger, ne? Ja, und nicht eine andere Reihenfolge. Aber das heißt, wir können später wahrscheinlich auch zwischen einigen Sachen wechseln. Gott verdammt. Der Kampf war so schwer im ersten Teil. Gegen Nappa. Nee, ich schaff das schon. Ich bin vielleicht auch nicht der Sohn oder verwandte Cousin vom Charakter aus dem ersten Teil. Oder vielleicht sogar der genau gleiche. Nur auf Level 5 wieder. Ich schaff das schon. Darauf wollte ich hinaus. Gott. Ja, 762. Angriff der Saiyajins. Und Nappa geht wieder ab. Hi, ich bin auch da. Denken sich gleich alle so um, wer ist denn das? Wer ist denn der Freak? Den kenne ich nicht, das ist ja auch ein Saiyajin. Jetzt hier in Nappas Gesundheit um eine bestimmte Menge. Ich habe so das Gefühl, ich habe einige Sachen hier 1:1 übernommen. Mein Gott, wie viel? Oh mein Gott, guck mal, wie viel wir sind. Ja,
Oh, und zack, 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 zack. Was soll denn Angst? Wir machen den fertig. Gehört mal an, wie viele wir sind. Der hat noch keinen irgendwie Schaden angerichtet. Wow. Das hat er uns vernichtet. Nein. Kann er es? So, Ermahnung. Im Ausdauer wieder. Oh, geil. Ja, komm, schaff mal locker. Wir reichen mal in diesem Part. Aber. Oh, kein Krieg. Oh, der kommt überhaupt nicht klar. Der kommt gar nicht klar auf uns. Bestimmt, weil ich so gut gelevelt habe. Ein Level oder so. Ja, wir machen den platt. Finisher. Okay, das war nur einfach. Kann auch sein, dass das jetzt voll extrem brutal schwer wird. Wie es. Wie es. Ja, weiter, hallo. Ich sag kaum, was passiert. So geht das aber nicht, du kleiner Glatzkopf. Ich kann aber nicht mehr ernst nehmen, seit Dragon Ball Abridged. Was? Toll ist der andere Saiyajin, was? Kommt der noch einmal her? Was? Bist du dieser Black Goku? Ich meine, du hast eine dunkle Hautfarbe und hast schwarze Klamotten und du siehst aus wie Son Goku, also ja, ne? Warum hat nie jemand daran gedacht? Früher habe ich immer geglaubt, Thales wäre der Zwillingsbruder von Son Goku. Aber laut Akira Toriyama ist es einfach nur ein Saiyajin, der so aussieht wie Son Goku. Das ist die offizielle Erklärung, glaube ich. Cool. Also nee, Ermahnung. Hey, Juli, ignoriere mich nicht. Ich bin der Held dieses Spiels. Los, Boss halt. Kämpft ja vielleicht gegen mich. Hey, Leben. Sieht aus wie eine epische Version von Mr. Satans Kick. Ich bin gleich erledigt. Was willst du eigentlich? Was soll das? Ich habe ihn doch schon fast erledigt. Was zum Teufel? Was? 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 Was ist das denn? Das ist ja. Ey, das passt gerade so gut. Son Goku und Thales und ich und mein Hauptcharakter aus dem ersten Teil. Das ist voll der Doppelgängerkampf hier. Ja, kein Problem. Was ist mit deinem Kopf? Ja, klar. Ja, okay. Son Gokus Kopf zuckt irgendwie sehr schnell immer. Was?
grenzenlose Saiyajin Brutalität. Ja, ich glaube, das war der Teil im ersten Teil, der so brutal schwer war. Na, Son Goku und ich. Na, bei denen sehe ich bis jetzt noch keine Veränderung. Bei Nappa und Vegeta. Oh Gott. Und ich muss mich um Nappa kümmern, ne? Hey, schau mal, Vegeta. Ich kann fliegen. Kann ich genau wie im ersten Teil auch, Alter, nur sehr herzlich weiterempfehlen, Dragon Ball Z Abridged. Das ist so eine geile Serie. Nappa ist da eindeutig der witzigste Charakter. Entweder er oder Mr. Popo. Ich habe noch nicht mal irgendwas in Angriff oder irgendwie sowas reingesteckt, ne? Und ich mache trotzdem die Leute platt. Aber zum Goku ist eigentlich platt. Aber ich habe es noch unglaublich schwer später. Oh Mann. Oh Gott. Also voll gemacht. Ich habe mich teleportiert, nachdem ich getroffen wurde. So, ich komme mal und helf dir, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe den irgendwie nicht gesehen, so irgendwo auf dem Bildschirm. Deswegen dachte ich, der ist nicht wirklich. Oh, Kamiam, ja. Der ist nicht wirklich im Kampf beteiligt oder so, aber egal. Jetzt will ich so ein paar Baseballs werfen. Wie blockt man überhaupt noch mal? Ja, L1. Mir ist aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie man blockt. Ich habe mir gedacht, wenn die mal irgendwann zurück angreifen, kriege ich Probleme. Dün, 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 dün. Wie? Nein. Der Angriff, da kommt mir bekannt vor. Was war das mal? Schalltritt. Der ist auch von irgendjemandem. Nein, nein. Ich glaube, der ist von irgendjemand anderem. Ausgezeichnet. Noch mal du. Oh nee. Beim Air Konter und ich krieg auf die Fresse, ne? Eigentlich auch so einen geilen Angriff Konter. Ha, steckt das weg, als wäre das nix. Friss das! Sehr gut. Geschafft. Direkt weiter. Ja, Vernichter. Ich bin Vernichter, ich weiß. Weiter. Wow, da macht Bock gerade. Wir kriegen die Saiyajin-Saga hoffentlich in dem Part. Das wäre natürlich sehr gut. Jetzt müsste ja eigentlich noch der Kampf gegen den Riesenaffen Vegeta kommen. Und was auch immer jetzt hier neu hinzugefügt wurde. Wie, du lebst noch. Oh nein. Wir beide können sich jetzt beide verwandeln. Seit ich diese Zukunft, die wir im ersten Teil gesehen haben. Die eigentlich nicht passieren sollte. Die
20-fache Stärke werfen, Verwandlung, ja. Also rückblickend war es sehr doof, dass Vegeta Nappa getötet hat. Ich meine, Nappa hätte den Kampf noch reißen können, indem sich beide zum Dings verwandelt hätten irgendwann. Aber bringt auch so, also, warte mal, anders als bei Regeln, verwundbar haben die, werfen für, ach so, ja, ich muss ihn Wurfangriff geben, mal Wurfangriff. Da. Erst wenn Son Goku auf Vegeta losgeht und ich kümmere mich um Nappa, ne? Erstmal muss ich ihn irgendwie schwächen, ne? Dann muss ich ihn am Schwanz packen. An dem hinteren, ja. Ja, das mache ich schön aus der Ferne, hallo. Bin ich doof. Der ist gefährlich nah. So, komm her. Runter, runter. Fast. Wir sehen den verdammten Schwanz an. Ah, super. Wow, der bekommt so viel mehr Schaden. Mein Gott, ich muss. Plop. Naja, naja. Doof, 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 doof. Hab ich den Schwierigkeitsgrad? Gibt es überhaupt einen Schwierigkeitsgrad? Ich glaube nicht. Ne? Meiner. Ich hab deinen Schwanz, ja. Doof. Was? Wieso zieht das so wenig ab? Oh Gott. Oh Gott. Zum Moko geht's dir gut. Ich habe so ein paar Probleme. Mein Affe, der hört nicht auf mich. Ich gebe dir mal kurz Zucker. Okay. Ich kann auch so drücken, okay. Ich will aber lieber gedrückt halten. Was ist das? Warum sieht denn das so wenig ab auf einmal? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich kann ihn auch so Schaden machen dann, ne? Ah, oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Ja, versuch mal so. Nein, nicht lange. Ja, irgendwie mache ich so mehr Angriff, mehr Schaden. Aha. Du bist ein Stein, gib damit. Na. Das Ding verdammt noch mal. Und jetzt mitten ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Nein, er ist ja so gut wie tot. Was ist das? Oh nein. Das Gesicht. Oh Gott. So, du bist weg, ne? Jetzt noch du. Du hast auch eine voll riesigen Energiebalken. Son Goku, geh mal weg, du bist gleich tot. Ich hoffe wirklich, ich muss dich nicht beschützen. Oh Gott. Oh Gott! Okay, der ist schon ein bisschen nerviger. Das Gefühl. Oh Gott, jawohl. Den habe ich noch gekriegt. Oder warte mal. Okay, wollte schon sagen. Oh, das wird knapp. Ja,
Bleib stehen an. Also kannst super geile Moves und so, aber muss jetzt nicht. Hi. Nein. Wirf das Ding, verdammt nochmal. Nein, da wollte ich nicht damit. Das meine ich nicht damit. Soll das Ding wegwerfen, aber. Was hat? Nein. Nein, das hat nicht geklappt. Aha. Boah, kann voll lang. Ja, da voll lange hier, bis ich den erledigt habe. Genau wie ein Teil. Okay, was soll ich dagegen machen? Sehr gut. Sehr gut. Geh weg. Oh, der war gut. War sehr gut. Mal ein bisschen Hilfe, ey. Dort hier voll ewig. Hey, wie geht's? Wir brauchen ein bisschen Hilfe. Ah, oh, Sogoku ist kaputt. Geil. Bitte nicht auf mich, bitte nicht. Okay. Ja, hier kriegst du mich nicht. Oh nein, oh Gott! Ich habe ein paar Dinge, ne? Gib mir das mal. Yeah, auf Nummer sicher. Hammer her. Ach, wie viel Dinge, ich hab viel Schieße. Nein, greif mal, verdammte Ding. Oh, mein Schwanz. Hoppla. Auf. Mein Gott. Nein, jedes Mal. Und zack, zick, zack, zuck, zack. Und zick, zack, zuck, zack, 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 zack. Oh Mann. Ah, jawohl. Quack, quack. Bis ich mal erst den Schwanz finde, ne? Und hoppa! Buff! Sind die aus Affen fliegen können? Ich nicht. Autsch. Komm noch ein paar Mal. Doof, 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 doof. Klappe zu, Affe tot. Oh, warum zieht das auf einmal so viel ab? Geil. Okay, geschafft. Klappe zu, Affe tot. Ah. Yes. Why is it always my dick? So, soll ich jetzt hier... Ach, da geht weiter, okay. Nehme ich mal, ist jetzt vorbei? Ja, perfekt. Keine Gewalt mehr. Problem. Alles für die Geschichte. Gut, dann haben wir, nehme ich mal an, jetzt die Saiyajin-Saga abgeschlossen. Eine Saga abgeschlossen, ich find's gut. Die Wiedergeburt der Saiyajin. Oh. Was macht der Thales jetzt da? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, der Held von Tokio-Tokio-Stadt ist irgendwie verstorben oder irgendwie sowas. Schon, obwohl Trunks ist ja, glaube ich, auch noch hier, ne? Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne?
Ich stehe jetzt nicht echt da, oder? Das ist so merkwürdig. Ich glaube, ich muss meinen Charakter nochmal neu erstellen. Was geht? ローカイ王子様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。新人さんの中でもとても優秀だって。特別任務も次々こなしてくれているって、ローカイ王子様も褒めてましたよ。 Awesome, ne? Das ist schon lange zu spät. Ja.随分おかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずの奴が出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃しましたが、この手口は間違いありません。今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ混乱を引き起こそうとしているんです。 その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る。ミラーン・タワー。ich hoffe, der wird in diesem Spiel nur in einer Version immer geschrieben. Im ersten Teil war das nicht so. Einmal mit ein I, einmal mit zwei. でにやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラック、世話を焼かせないでほしいわ。トアカ。 Hallo. Sagen wir, da wollte aber erst so was von Bardock, oder? Das vermute ich jedenfalls. Aber ich will es natürlich nicht wissen. Also halte die Schnauze. Das treffen wir super Bösewichte. それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。その神聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつ
Mich aber nicht. どうだかな。あんなやつ、さっさと洗脳してしまえばいいだろう。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても、あいつらは勝手に歴史を荒らしてくれるんだから。それにちゃんと手も打ってあるわ。 Okay. Das ist ein ganz mieses Meta Knight Cosplay, würde ich nur mal sagen. Okay, können wir den Part langsam enden? Er ist schon wieder viel zu lang. Ich will mich mal neben meinen alten Charakter stellen, wenn ich kleiner größer bin als der, muss ich wahrscheinlich meinen Charakter noch mal neu erstellen. Geil, ne? Weil hoffentlich auch zum letzten Mal. Soll ich sagen, dass ich größer bin als der? Hallo? Da sind so Sachen, die mich stören. Was? Okay. Dann würde ich sagen, der Part kann hier beendet werden. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.